Seit 2009 führt Google Marktforschung durch, um den Autokaufprozess besser zu verstehen. Dieses Jahr arbeitete Google mit TNS zusammen und befragte Autokäufer aus 26 Ländern. Warum also entscheiden sich die Deutschen zum Kauf eines Neuwagens? Lebenssituationen wie besseres Einkommen oder Karriere- und Familienzuwachs können die Anfangsentscheidung zum Kauf eines Neuwagens auslösen. Dazu kommen andere Motive, bei denen es mehr um Produktaspekte geht. 90% aller Neuwagenkäufer führen ihre Recherche heute online durch und verwenden hierzu zunehmend Smartphones. Und da ständig mehr Informationen online zur Verfügung stehen, besuchen Käufer den Autohändler immer seltener, nämlich durchschnittlich nur 2,1 Mal vor dem Autokauf. Prozent aller Neuwagenkäufer sind beim Autokauf unentschieden und erwägen durchschnittlich 2,4 Marken. Viele kaufen auch von einem Händler, den sie vorher nicht kannten. Hier entsteht für Autohersteller eine Gelegenheit, in den Recherchezyklus einzutreten und dem Käufer bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Die meistverwendete Quelle ist die Internetsuche. Dabei verwenden 84% aller Autokäufer Suchmaschinen. Online-Video ist auch zu einem wichtigen Teil dieser Recherche geworden. 57% aller Neuwagenkäufer nutzen Online-Videos wegen der vielfältigen Inhalte. Videos können die Wahrnehmung von Marken in Frage stellen. 48% aller Autokäufer sagen aus, dass Online-Video ihre Meinung über eine Automarke positiv beeinflusst hat. Video löst bei Neuwagenkäufern auch Aktionen aus. 74% der Käufer haben aktiv eine weitere Handlung vorgenommen, nachdem sie ein Video angeschaut haben. Preise und Sonderangebote sind für Autokäufer bei Online-Kaufentscheidungen immer noch Hauptmotive. 47% aller Neuwagenkäufer sagen aus, dass sie auf jeden Fall einen Online-Kauf erwägen würden. So ist es jetzt wichtiger denn je, bei der Online-Recherche sichtbar zu sein. Kontaktieren Sie noch heute Ihren Berater für digitales Marketing.